Meine Reise ist längst nicht zu Ende. Auf der Suche nach Abzocke geht's für mich weiter in die nächste Urlaubermetropole. Die direkt am Meer gelegene Großstadt Barcelona ist schon immer eine der meistbesuchten Städte Europas, auch in diesem zweiten Pandemiesommer. Ihr Wahrzeichen ist die wunderschöne und berühmte Sagrada Familia, eine seit 1882 im Bau befindliche Kirche, nach Entwürfen von Antoni Gaudí. Barcelona ist ein absoluter Touristenmagnet, denn nicht nur Fans von Kunst und Kultur kommen hier voll auf ihre Kosten. Bienvenidos de Barcelona, die Hauptstadt Kataloniens und eine wahre Perle. Schauen Sie mal, die Kombination macht es hier. Tolle Architektur, der Strand ist nicht weit, das Essen, darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten, und Shoppen macht hier Spaß, weil es so schön preiswert ist. Shoppen kann man hier wirklich an allen Ecken. Vor allem Fanartikel des legendären FC Barcelona. Barça tüncht die Stadt in die Vereinsfarben Blau und Kaminrot. Was wäre diese Stadt ohne ihren Fußballverein? Der FC Barcelona ist nun mal ein legendärer Club. Und seine Shirts und das Merchandising, wie das heutzutage so schick heißt, sind natürlich etwas, was für Fußballfans ein unerlässliches Souvenir ist. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis einen kleinen Jungen. Hallo Maxi, du bist Barcelona-Fan, du bist Messi-Fan. Ich will dir was mitbringen von hier. Leider decken sich die Öffnungszeiten des Barca-Shops nicht mit meinen Shoppingzeiten. Kein Problem. Diese Shirts, Jerseys genannt, gibt's überall, in jeder Straßenecke. Wirklich? Die? Klar, offizielle Fanartikel gibt es im offiziellen Fanshop. Mein Interesse gilt aber den vielen kleinen Geschäften. Auch die verkaufen Trikots von Messi, Piqué und Co. Aber ob die auch originale Trikots haben? Vielleicht sogar ein paar Euro billiger? Schau mal hier. Für die Söhne hier. Was ist da? Hier. Ah, da sind sie. Also, ich suche nach einem Geschenk. As a gift. Für einen großen Barcelona-Fan. Ah, okay. Er ist der Sohn eines Freundes. Okay. Also er möchte das Echte haben, ne? Kennt sich gut aus und dem kann ich nicht mit Sachen aus China kommen. Weißt du, was ich meine? Du findest das jetzt lustig, aber der versteht da keinen Spaß. So, was haben wir hier alles? Das da kostet 85 Euro. 85 Euro, das ist ja ein guter Preis. 85, aber das sind dann auch wirklich die originalen Trikots, oder? Ja. Yes. Okay, gut. Wenn Sie günstigere haben wollen, dann gibt's die der letzten Saison für 35 Euro. Nein. Ich will schon ein echtes originales Trikot haben. Die anderen sind ja auch alt, oder? Ja, das sind die alten. Das ist genau das, was die Jungs haben wollen in Deutschland. Ne? Die Fußballbegeisterten. Messi-Trikot von dieser Saison. Ganz aktuell. Ne? Die Legende. Mit einem legendären Preis. 85 Euro. Aber original. 85 Euro, dafür aber original. Auf den ersten Blick kann ich das nicht beurteilen. Ich muss mich als Laie auf die Aussagen des Verkäufers verlassen. Ich frage also nach. Okay, das ist das Aktuelle aus der aktuellen Saison, richtig? Ja. Und original? Ja. Es muss original sein. Ist ja so eine Sache, ne? Kennt das von den deutschen Vereinen? Das muss lizenziert werden. Das muss das Originale sein. Wenn du, ich sag mal, als 14-Jähriger in die Schule kommst und du hast ein Fake-Fußballshirt an, dann kannst du dich gar nicht in die letzte Reihe setzen. Ja, da will keiner mehr was mit dir zu tun haben. Das muss das Originale sein. Das ist ein wertvolles Geschenk. Für 85 Euro? Auch beim Bezahlen des Barca-Trikots bestätigt der Mann dessen Echtheit. Und das ist vom FCB genehmigt. Ja, natürlich. Sind Rechte drauf. Es wird sich beim Waschen auch nichts abfärben. Okay. Was habe ich da gekauft? Original, Kopie oder gar eine Fälschung? Das habe ich jetzt gekauft als Originaltrikot. Ja? Von diesem Jahr. Das ist eine ziemlich klare Aussage. Irgendwas sagt mir, dass das nicht stimmt. Und auch so von der, fühlt sich nicht so an wie ein Profi-Shirt. Aber am Profi-Preis, 85 Euro. Da drüben ist der nächste Laden. Sie verkaufen hier viele. Schon was der hat und ein bisschen anderes ist. Haben sportliche Artikel auch automatisch sportliche Preise? Im zweiten Geschäft entdecke ich das gleiche Trikot.
Kann ich mir dieses Trikot mal anschauen? Ist das der Preis, der draufsteht? Ja. Ist das der Preis? Oh, kassiert. Darf ich mal sehen? Das ist offiziell? Ja, klar. Okay. Das kostet ja nur 25. Ja. Das ist das offizielle Replika. Okay, aber es ist schon original, lizenziert vom FC Barcelona. Ja, es ist aus der vergangenen Saison. Mich überkommen Zweifel. Das gleiche Trikot kostet hier statt 85 nur 25 Euro und ist angeblich nicht aktuell, sondern aus einer vergangenen Saison. Zum Verständnis, alle Vereine kleiden ihre Stars jede Saison neu ein. Klar, ein neues Trikot bringt neues Geld. Mein 85-Euro-Trikot wurde mir als das aktuelle verkauft. Also aus der Saison 2021. Aber das ist scheinbar falsch. Im nächsten Shop frage ich nochmal explizit nach dem aktuellen Modell. Haben Sie das Trikot von diesem Jahr? Ja, das habe ich. Das Originale oder das Offizielle? Das Originale kommt von Nike, dann gibt es noch eine offizielle Version. Haben Sie beide? Wir haben alles. Und was ist das? Das ist das Gleiche, was Sie schon haben. Okay, das ist... Und was ist das da? Ja, das ist das Gleiche, was Sie bereits haben. Sie wollen das aus dieser Saison? Ja, aber ist doch das hier. Das hier ist aktuell. Das ist von 2019, 2020. Und jetzt kommen die Jahre 2022 und 2023. Als hätte ich es geahnt, das aktuelle Trikot sieht anders aus. Das ist ein Unterschied. Das ist vom vergangenen Jahr. Und das hier ist diese Saison. Ja. So, und was kostet das? 34,90 €. 34,90 € für das diesjährige? Das ist noch nicht mal das diesjährige. Wissen Sie, ich habe 85 für das hier bezahlt. 85 €. Und bei Ihnen wäre das wie viel? Ich würde sagen 29,90 €. 29,90 €? Ich wurde abgezockt, oder? I got scammed, right? Dieser Verkäufer scheint es ehrlich zu meinen. Der Blick auf die Historie der Barca-Trikots gibt ihm recht. Mein 85-Euro-Trikot aus dem ersten Geschäft ist aus der Saison 1920. Hier würde ich es für 29 € bekommen. Das Trikot aus der gerade abgelaufenen Saison 2021 sieht so aus und kostet hier 35. Er macht Späße mit mir, oder? Nein, das ist kein Spaß. 85 €. 85 €, kein Witz. Zu meinem Erstaunen erklärt er mir auch, dass ich kein Original des Ausrüsters gekauft habe, sondern ein nachgemachtes, ein sogenanntes Replika. Doppelte Abzocke also, denn mein Shirt ist weder original noch aktuell. Und das ist das Offizielle. Ja, das ist das Offizielle, das Echte von Nike. Die Echten haben alle das Logo. Oh, das ist ein harterer Stoff. Das ist ganz anders geschnitten. Da hat man, wie bei uns bei der Liga sozusagen, das Liga-Zeichen hier vorne drauf. Ja, ich kann es fühlen. Und was kostet es? 89,90 €. 89,90 €, oh. Aber für Sie 84. 84? 84. Und das ist das diesjährige? Ja, von diesem Jahr. Das Beste, was ich kriegen kann, oder? Anscheinend bekommt man auch in den Souvenirshops originale Ware, aber eben nur, wenn der Verkäufer ehrlich ist. Der Preis für ein echtes Trikot liegt dann auch schnell bei über 80 €. Mein 85-Euro-Trikot ist aber kein Original. Das ist eine Replika. Und die kosten nur die Hälfte. Ja. Also, für genau denselben Preis gibt es dann das Originale. Echte, das fühlt sich ganz anders an. Was dann auch hier schon was ganz anderes dran hat. Siehst du das hier? Offiziell, ja, La Liga, das ist die Bundesliga sozusagen hier. Das muss drauf sein. Fühlt sich auch ganz anders an, hat ein Siegel, ist echt. Nehme ich beide mit, ne? Okay. Okay, komm. Ich kaufe das gleiche Replika-Trikot noch einmal. Nach etwas Verhandlungen für 25 €. Und das Originale für 79 €. Ich möchte sicher gehen, was ist original und was nicht. Diese Frage stelle ich nun den Mitarbeitern im offiziellen Fanshop. Tengo una pregunta. Eine Frage. Wie finde ich denn raus, ob das ein gutes Trikot ist, ein offizielles? Sind da irgendwelche Zeichen drauf? Wissen Sie, was ich meine? Ich verstehe Sie leider nicht. Meine Kollegin kann helfen. Und was ist das? Das ist dasselbe. Nein, das ist dasselbe. Es ist nur... Da ist eine Nummer. Kann ich die im Internet überprüfen? Ja, um zu überprüfen, ob es original ist oder nicht. Oh, die kann ich also eingeben im Internet. Auch mit dieser Nummer.
Das ist so eine Art Seriennummer, eine Modellnummer, oder? Ganz genau, exakt. Das muss so aussehen. Das ist die Nike-Nummer. Das ist normalerweise immer das Gleiche. Das ist okay. Okay. Aber die Seriennummer steht auch hier. Ah, da gibt es also eine Nummer, die ich im Internet eingeben kann. Genau. Und was kostet das Trikot hier? Das kostet 45 Euro. Es ist 50% reduziert. Normalerweise kostet es 95 Euro. Und das dann doch im offiziellen Shop. Wie frustrierend. Okay, danke. Thank you very much. Es tut mir leid. Thank you, gracias. So, wieder was gelernt. Bitte immer schauen, ob es nicht gerade eine Rabattaktion gibt. Bei den ganz offiziellen Läden des Vereins. Das Original hätte ich hier für 45 Euro bekommen. Für mein veraltetes Replika hatte ich aber 85 bezahlt. Wenn man einem Kind das Herz brechen möchte, funktioniert das bei Fußballtrikots genau so. Nicht das Original und vielleicht noch ein Trikot von letzter Saison. Ja, da wird ein echter Fußball- und Barcelona-Fan natürlich ausgelacht in der Schule. Das hier, um es nochmal zu sagen, ist ein sogenanntes Replika-Produkt. Das heißt, es ist durchaus offiziell, also nicht illegal, aber es kostet halt nur einen Bruchteil, wie wir gesehen haben, das Original-Original-Shirt. Zudem hat er es mir auch viel zu teuer verkauft und mich auch noch angelogen. Mir erzählt, das sei das Aktuelle, das Originale. Stimmt alles nicht. Und zu teuer war es auch. Jetzt müssen wir reden, das mache ich nicht mit. Sie haben ja gesagt, dass Sie die offiziellen Trikots aus dieser Saison haben. Ja, okay. Wissen Sie was? Schauen Sie mal. Das ist ein anderes, was ich hier habe. Ja, das ist das Gleiche. Das Gleiche? Ja. Genau. Und wissen Sie was? Das habe ich nicht hier gekauft. Okay. Ich habe es woanders gekauft und es ist immer noch das Gleiche. Aber es hat nur 25 Euro gekostet. 25. Ja, mein Lieber. Und das ist der Preis, den man fast überall bezahlt. Außerdem haben Sie mir erzählt, dass dieses Trikot von dieser Saison 85 Euro kostet. Das ist eigentlich von der letzten Saison. Schauen Sie mal hier. Es kostet noch nicht mal 85 Euro. Das hier ist viel zu teuer. Außerdem ist es eine Replika. Noch nicht mal das Original. Ja, so ist es beim Shoppen. Und wissen Sie was? Ist das Ihres? Sowas kostet so um die 100 Euro. Nein, ich habe nur 79 Euro dafür bezahlt. 79? Und wissen Sie, was mir bei Ihnen passiert ist? Schauen Sie mal. Lesen Sie mal. What the fuck? Achtung, Abzocke. Achtung! Abzocke. Abzocke. Genau. Das ist es. Ist es für Sie in Ordnung, wenn ich Sie ihn hier zurückgebe? Okay? Und Sie können es dann jemand anderem verkaufen. Aber nächstes Mal seien Sie ehrlich zu den Käufern, okay? Kein Problem, Sie können jederzeit wiederkommen. Ja, man muss ja auch ein bisschen, ich sag mal, Keckheit und Frechheit besitzen, um sowas mit Touristen durchzuziehen. Fußballfan scheint eher keiner zu sein. Aber mein Geld kriegt trotzdem, ne? Super. Ha. Alright. Danke. There you go, my man. Ciao, danke. Und seien Sie nächstes Mal ehrlich zu Ihren Kunden, okay? Sie wissen, was ich meine. All right, good. Also wenn Sie Urlaub in Gelsenkirchen machen im nächsten Sommer, da kann man sich schon mal vergreifen im Trikot. Nee, Spaß beiseite. Das darf in Barcelona nicht passieren. Und so ein Diehard, so ein richtiger Fan tief im Herzen, der merkt die Unterschiede. Wenn Sie dem Freude machen wollen, gucken Sie bitte, dass die offiziellen Logos und entsprechenden Embleme drauf sind. Vergleichen Sie, wie vorhin gesehen, die Nummer, die Seriennummer sozusagen, die Modelnummer im Internet. Augen auf beim Trikotkauf.